Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein Review zu einer der neuen Sorten von True Passion und Cavalier. Es dreht sich um den CV Kakarott. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Review. Wie gesagt, der CV Kakarott. Erstmal blenden wir euch den Kopfbau ein. Ihr seht, der Schnitt ist mittel bis grob, also gröber als die meisten Sorten im Moment so sind. Feuchtigkeit geht aber auf jeden Fall klar, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut bauen lassen und war überhaupt kein Problem. Was soll das Ganze sein? Das Ganze soll die typische Drachenfruchtnote mit ein wenig Limette und Orange sein. Wir haben ja schon ziemlich den Dragon Blood gefeiert von True Passion. Das ist ja irgendwie alles das Gleiche. Ne? CV hieß ja vorher Cavaliers und es gibt auch noch True Passion, aber irgendwie ist True Passion und Cavalier eh genau das Gleiche. Keine Ahnung, warum die da zwei Marken rausbringen müssen. Auf jeden Fall sind wir froh, dass sie wieder was mit ihrer typischen Drachenfruchtnote gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, ihr seht ja schon ein bisschen die Wolken. Ich brauche auch noch mal ein bisschen, dann kommen wir erstmal zum Geruch. Übrigens 200 Gramm, 16,90 Euro, wie gewohnt von CV. Das erste, was ich so wirklich rausrieche, ist auf jeden Fall so eine richtig kühlende Frische der Limette. Dann natürlich so, ja, eben diese Orange, die mir nicht ganz so gut gefällt, weil ich einfach kein Orangenliebhaber bin. Aber trotzdem kommt es sehr, sehr gut rüber. Also eine frisch aufgeschnittene Orange habt ihr auf jeden Fall. Eine Limette ist auch am Start. Die Drachenfrucht. Ja, es ist so noch ein Aroma bei. Aber ob es jetzt wirklich die Drachenfrucht ist, ist eher etwas schwieriger, weil ich finde, Drachenfrucht so an sich vom Geruch her kommt nicht ganz so gut durch. Also, da ich halt die typische Drachenfruchtnote von True Passion kenne aus dem Dragon Blood, muss ich schon sagen, ich rieche die auf jeden Fall raus. Ich kann aber verstehen, ja, die ist nicht so krass intensiv, also sie ist auf jeden Fall nicht heftig im Vordergrund. Drachenfrucht, ne? Kakarott, ha, witzig, Dragon Ball, wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Auf jeden Fall folgt auf jeden Fall eine schöne saure Limettennote und auch so eine frisch-fruchtige Orangennote. Ja, wie du schon gesagt hast, die Orangennote, ja, ich weiß nicht, sie ist auf jeden Fall so minimal, dass sie mich nicht stört. Ich mag Orange eigentlich auch nicht so gerne, aber es geht auf jeden Fall klar. Und dadurch, dass die Drachenfrucht einfach so genial riecht, hatte ich da auf jeden Fall sehr, sehr Bock aufs Rauchen. Wie gewohnt, ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Ich finde, die Drachenfrucht kommt besser durch als im Geruch. Das gefällt mir auf jeden Fall, weil wie gesagt, die Drachenfrucht mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber auch die Orange und die Limette kommen gut durch, aber eher ein bisschen im Hintergrund. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist für die Sorten, die da drin sind, für mich die perfekte Zusammensetzung. Und ich finde ihn wirklich extrem geil. Die Dose war brutal schnell leer und ich musste mich mega zusammenreißen, da noch einen Shot übrig zu lassen, dass wir noch das Review drehen konnten. Ja, also zum Geschmack von mir ist es eigentlich identisch. Also die Drachenfrucht kommt beim Geschmack viel besser durch. Die Limette und Orange halten sich eher im Hintergrund, wobei die Orange noch weiter im Hintergrund ist als die Limette selber. Also die Limette kommt schon gut durch, nicht zu stark, aber auch nicht zu lasch. Ja, und die Orange schwingt halt hinten ein bisschen mit, aber eher wenig, was mich auf jeden Fall freut, weil diese Orangennote hätte es wahrscheinlich eher kaputt gemacht, wäre sie zu stark im Vordergrund. Von daher gebe ich dem Tabak die 9 Sterne, weil ich finde, von der Umsetzung her ist es auf jeden Fall sehr gut gelungen. Die Drachenfrucht kommt einfach, wie wir sie beide lieben, sehr gut durch. Und von daher 9 Sterne. Ja, kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Gibt es auf jeden Fall keinen Grund zur Diskussion. Leute, für mich ist es einfach so, ich habe sehr, sehr gerne den Dragon Blood geraucht. Ich glaube, ich habe es ungefähr 5-mal im Review gesagt. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass der ähnlich schmeckt, aber mit einer etwas anderen Note noch dabei, weil den Dragon Blood hatte ich dann irgendwann doch ein wenig satt. Jetzt wieder mit einer anderen Beinote kommt das Ganze auf jeden Fall richtig gut rüber. Deswegen definitiv 9 Sterne. Gibt es auf jeden Fall nicht viel zu bemängeln. Man könnte höchstens sagen, so, ja, vielleicht wäre der ohne Orange doch noch ein Ticken geiler. Aber das ist einfach Geschmackssache, Leute. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu den neuen Sorten von den Jungs unten in die Kommentare packen. Dann hoffen wir mal, dass euch das Review gefallen hat. Und wenn das so sein soll, lasst uns ein Abo oder sogar einen Daumen nach oben da. Wir haben es ja letztens schon mal erwähnt. Leute, 60% der Zuschauer haben noch nicht abonniert. Also tut uns einen Gefallen, macht euch einen Account und lasst ein Abo da. Wie gesagt, würde uns sehr, sehr freuen. Dann danke fürs Zusehen.
Zusehen und wir sehen uns im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.